Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ich reagiere auf die dümmste Kreuzung Deutschlands und die komischste Ampel der Welt. So, dann ziehen wir uns die Folge nochmal von vorne rein, denn es ist wirklich strange. Ich habe das heute Morgen gesehen und habe gedacht, nee. Pass auf. Der Parkplatz vor diesem Haus in Göttingen ist ein ganz besonderer. Er hat nämlich eine eigene Ampel. Das ist ja schon mal sehr merkwürdig, dass Parkplätze eigene Ampeln haben, aber jetzt pass auf, schau dir auch 37 Ampeln an. Okay, mache ich gleich. Aber auch die Ampel ist eine ganz... Video ist leise, aber Rob sau laut. Rob sau laut, ich mach Rob ein bisschen leiser. Sie zeigt nach Rot und Gelb, nochmal Gelb. Insofern ist diese Ampel hier ein ganz einmaliges Unikum, wahrscheinlich auf der Welt. Also wir haben keine Experten gefunden, die jemals so eine Ampel gesehen haben. Das ist richtig, habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist richtig, richtige Allmann-Regelung, da habt ihr genau recht. Ich weiß auch nicht, wer... Also jetzt pass auf, geht noch weiter. Wie auch, die Rot-Gelb... Aber ich mach mal hier Taste 2. Ja, noch besser. Den Verkehrsplaner der Stadt. Also vor meiner Zeit in Göttingen kannte ich sowas auch nicht und... Vor meiner Zeit in Göttingen kannte ich sowas auch nicht. Jetzt habe ich es einfach erfunden. Die Idee hätte auch von mir sein können, ne? Und ich habe es auch in anderen Städten in der Form, ehrlich gesagt, noch nicht gesehen. Die Ampel wurde vor 10 Jahren gebaut, weil es in dem Haus früher eine Fahrschule gab. Richtig gut. Oh, oh, ich glaube, jetzt kommt jemand rein. Aber wir haben doch Verbot, hier darf doch keiner rein. Hm. Den müssen wir abfangen, Jenny. Moin. Hallo. Hi. Wo ist denn das hier? Bitte was? Die Wasser. Ach du, Flaschen, du bist Flaschenpost. Spitze, stell da hin, wo du bist, aber das passt schon. Danke dir. Ach, Spitze. Warte mal, hier, apropos Hype Train. Jenny, kannst du ihm hier 2 Euro Trinkgeld geben, weil sonst ich kann das... So, ich finde ja, man muss immer, ne, da muss man auch, ja sicher gebe ich Trinkgeld, was denkt ihr denn? Ihr seid da auch Gönjamins, wir sind das Gönjamin-Lifestyle hier. So, Achtung, weiter geht's. Und die Fahrschule wollte jetzt eine eigene Ampel haben, oder was? Naja, egal. Also, weiter geht's. Wurde vor 10 Jahren gebaut, weil es in dem Haus früher eine Fahrschule gab. Und die Fahrschüler sollten nicht ungebremst vom Parkplatz auf die vielbefahrene Straße fahren. Mit diesem Doppelgelb war eben das Ziel, eben die Fahrschüler langsam an den Kreuzungsbereich ranzuführen und aufmerksam dann den Querverkehr auch zu betrachten. Was für eine geistige Blähung ist das denn? Fahrschüler sollten langsam reinfahren in die Kreuzung. Oh, machen die ja sonst nicht. Sonst ballern die einfach die erste Gang. So kenne ich das eigentlich. Burnout und dann quer über die Kreuzung. So kenne ich das. Das ist übel. Wer kommt denn auf solche Ideen, Freunde? Ehrlich jetzt mal. Egal, komm, wir gucken noch mal. Es kann dann nur noch besser werden. Es wurde also keine Grünphase eingerichtet, sondern quasi als Warnfarbe fürs Einfädeln ein zweites Gelb. Auch wenn die Straßenverkehrsordnung den Fahrschülern eigentlich was anderes beibringt. Wechsellichtzeichen haben die Farbfolge. Wie stolz der Typ auf sein Piratenparteihemd ist, ne? Und er daneben Jacques Cousteau oder was? Also ich finde es ja toll, dass es Menschen gibt, die für Recht und Ordnung kämpfen, ne? Aber ein indianisches Sprichwort sagt immer, wenn das Pferd tot ist, dann steig ab. Und bei dieser Ampel, ich habe die Hoffnung verloren. Also das ist ja... Grün, Gelb, Rot. Rot und Gelb gleichzeitig. Alles Gute, ciao. Rot ist oben, Gelb in der Mitte und Grün unten. Ja, normalerweise. Grün, Gelb, Rot. Richtig. Aber hier wurde eben mal die Konvention gesprengt und ein echtes... Das ist so bescheuert. ...Unikat geschaffen. Hier und nur hier gilt eben nicht... Rot gebietet? Anzuhalten. Und Gelb gebietet? Auf Grün sozusagen zu warten. Auf Grün warten. Das... Ich nehme ruhig ohne Kohlensäure, dann kann ich habe richtig Brand, dann kann ich schneller wegziehen hier. Wie auf der Rennstrecke, ja. Ne, ich nehme so, ich habe hier meinen spanischen Orange. Danke dir. So, also wir gucken das gar nicht zu Ende, das ist ja einfach das ist ja eine richtige Grütze. Also da hat jemand einfach eine Ampel erfunden, die leuchtet rot, gelb, rot, rot, gelb, gelb. Grün gibt's nicht, braucht auch kein Mensch scheinbar. Genau, Flaschenpost ist zum Getränkelieferant, ja. Auf Grün wartet er immer noch, ja. Vor allen Dingen bedeutet Gelb ja, vor der Ampel auf den Lichtzeichenwechsel warten. Manche warten heute noch, das ist genau richtig. Also das ist ja wirklich... Was hat einer noch geschrieben? Die 37 Ampeln? Okay, das schaue ich mir an.